Hallo! Ich zeige euch heute, wie ich dieses kleine Skizzenbuch gefaltet und geklebt habe. Wir brauchen quadratisches Papier oder einen quadratischen Zuschnitt. Dann wird dieser jeweils gefaltet, der Länge und der Breite nach. Dann müssen wir rausgehen, zeichnen. Wichtig ist dabei, die oberen beiden Felder werden gezeichnet. Und wenn ihr einen Boden möchtet, dann ist das Feld unten links dafür geeignet. Wenn wir das haben, schneiden wir einmal das Papier ein. Drehen es um. Und falten in die andere Richtung, weil wir möchten ja, dass der Boden beim Zusammenklappen sich ins Heft hineinfaltet. Dann kleben wir die beiden rechten Hälften zusammen. Ich habe da mit dem Kleber nicht gespart. Es funktioniert super gut mit dem normalen Brittstift, das hätte ich nicht gedacht. Und dann sind wir schon fertig. Wir wiederholen das Ganze, dann können wir die Seiten miteinander zusammenkleben und voilà, wir haben ein kleines Skizzenbuch. Nächste Woche geht es dann weiter mit ein paar Ideen, was wir da alles hineinzeichnen können. Denn so viel Platz ist da ja gar nicht. Macht's gut!